Wie geht's euch, meine lieben Freunde? Ich hoffe, euch geht's wunderberaubend, sehr gut. Wir haben heute die liebe Vanessa wieder da. Hallo. Hallo. Ihr habt ja letztens schon gefeiert, Zentrum deswegen dachte ich, ey, ich vorliegt. lasse sie heute nochmal ein. Und Liebe. pünktlich wie immer, Chat, ihr wisst doch. Wir reagieren heute wieder auf Beauty in the Nerd und ich habe noch ein, zwei andere Sachen geplant, aber das ist spontan. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Ich will es Okay. gar nicht wissen. Achso, du weißt, was dein Job heute ist, ne? Oh, schon wieder. Und jetzt sag mich wieder, ich krieg Prozente. Das sah anders aus letztes Mal. Es war genau so. Nein. Achso, letztes Mal sah es anders aus, weil da mehr Subgifts reingekommen sind, meine lieben Freunde. Ah, da ist das Problem. Also, heute, meine lieben Freunde, reagieren wir wieder mal auf Beauty and the Nerd. Wie geht's dir? Du bist Zentrum erstmal, wie lange vorliegt. bist du hergefahren? 5,5, nee, 4,5 Stunden hergefahren mit Zentrum Auto. for Music. Kannst du diesen komischen Sound mal ausmachen? Ich verstehe mich selber gar nicht. Passt schon. Ah, gut. Okay, danke dafür. Und ich bin das erste Mal alleine Autobahn gefahren mit meinem Und wie war deine Auto. Erfahrung? Furchtbar. Ich hatte keine Klimaanlage. Ich musste auf der Autobahn mit 160, mit 5000 Umdrehungen mit Fenster auffahren. Jo. Ja. Bro, meine Mom wollte dir danke sagen, dass du das Geld mir für die Miete vorgestreckt hast. Ich würde es dir so in 2 Wochen wiedergeben, ja? Ja, easy. Bist du noch kurz warm? Ja, sie hat gesagt, ich soll danke von mir aus sagen. Vielen, vielen lieben Dank. Kein Problem, Bro. In 2 Wochen, so circa 2, du weißt gerade, ein bisschen Krise bei mir. Ja, easy, ey, Ich mach, danke dir. kannst auch einen Monat. Ehrlich? Ja, Mama ja. hat gesagt, ein Monat. Ein Monat. Ey, vielen lieben Dank. Ey, kein Ding, Bro. Danke. Ehrlich, du bist der Beste. Zentrum Danke. Music. Ey, hau rein, ja. Bro, warum schickt Edis mir einfach nur Klatsch-Emojis, wo ich meine Story mit Vanessa poste? Das ist crazy. Warum nicht mit Auto abgeholt? Mein Ja. Auto ist Werkstatt-Chat. Stimmt, ja. Und wohinter habe ich da jetzt gepackt? Achso, der BMW da? Ah, der ist Zentrum for Dings, Music. Zweitwagen, aber der ist auch kaputt. Boah, das ist wirklich so warm. Okay, warte. Machst du die jetzt wieder an? Ey, Chat, ihr müsst sagen, ob es wirklich schlimm ist. Ja, wir müssen Klimaanlage anmachen. Hier sind 40 Grad drin. Ist crazy laut? Okay. PS2 Lautstärke ist crazy. Kato wieder Rasen mähen. Das ist, hast du das eigentlich verstanden, was ich mit Kato meinte? Ja, ich hab's dann verstanden, aber du hast es echt blöd gesagt. Du meintest so, würdest du denken, dass ich Kato. So, was soll man dabei. Ja. So, dann dachte ich halt, dass du Kato. Ja. Kato. Mimmst du denn Kato? Ha? Mimmst du denn Kato? Nein, ich fick nicht Kato. Heute 12 Stunden. Wir haben uns gedacht, wir machen doch keine 12 Stunden. Die kann das vom Körperlichen aus nicht. Du hast gesagt, du willst auch nicht. Ja, du kannst das auch nicht. Oder kannst du von um 16 Uhr bis um 4 Uhr morgens streamen? Nee, jetzt bin ich ja nicht darauf eingestellt. Ja, also. Gib mal meine Kokosnuss. Boah. Chat, Kokosnuss ist so ein W. Kokosnuss ist so widerlich. Diese Kokosnuss schmeckt so. Ach so, der Stream heute genau dasselbe wie beim letzten Mal gilt. Sie kriegt 50% vom Stream. Ja. Kriege ich das noch schriftlich? Ja. Lopez Lulu spendet 5 Euro. Von Opel Corsa zu Lambo gewechselt. Egal, verstehst du nicht. Verstehe wieder gar nichts. Ich verstehe nie irgendwas, Mann. Ey, Chat, bitte. Das ist so respektlos. Erzähl mir mal, was ist so dein Tagesablauf? Was ist dein, was machst du so? Willst du, dass ich mich jetzt hier zur Wurst mache, wenn ich hier meinen Tagesablauf erzähle? Hey, sag doch einfach, was du machst. Jetzt die Woche? Schönen Nichts. Stream. Ich war krank. Du warst krank? Okay, was machst du, wenn du nicht krank bist? Unterschiedlich. Nichts X23X Spektakuläres. spendet 5 Euro. Danke, Rohat, dass du letztens meine Katze vom Baum gerettet hast, weh. Red weiter. Mensch, Rohat, bist ja in letzter Zeit richtiger Held geworden. Das ist so crazy. Ey. Lopez Lulu spendet 5 Euro. Sorry, ich meine Wingo zu Ferrari. Was machst du denn den ganzen Tag? Katzen vom Baum retten, Miete bezahlen für andere. Ey, bitte, guck mal, das ist das Problem. Man kann hier nicht seriös sitzen und arbeiten. Okay, jetzt erzähl mal, was machst du so den ganzen Tag? Rohat, du weißt doch, dass ich nichts mache. Ja, aber du kannst doch nicht nichts machen. Naja. Nichts. Jetzt in der letzten. Jetzt in diesem Monat? Nichts. Crazy. Obwohl der Monat hat auch gerade erst angefangen, aber trotzdem. Ich lebe gerade von meinem Ersparten. Wirklich viel habe ich jetzt nicht gemacht in letzter Zeit. Muss wieder ran. Muss wieder Vanessa ist arbeiten. B-Monster. Was bin ich? Was ist Na, ist das? egal. Sag doch jetzt. Du sagst jetzt, was das ist. Du kannst Einfach nicht den immer ganzen bei Tag. allem sagen, egal. Ich weiß hier gar nicht, was hier gemeint ist. Einfach so im Bett chillen und gar nichts machen. B-Monster, sagt man Leider, dazu. so jetzt auch nicht. Leute, ich mache kein OF. Ich bin auch immer live gegangen, habe dadurch mein Geld gekriegt. Eine Frage Go mit Zuschauern könnten wir heute machen. Wir holen Zuschauer in den Discord und die kommen hierher und stellen uns eine Frage, wir müssen die beantworten.
Ey, wer weiß, was da kommt? Boah, ich glaube, das Boah, wäre. das wird richtig ehrenlos. Jetzt erklär mir das mit diesem M. Mein Bruder konnte mir das auch nicht erklären. Er so, na, Mr. M. Ich so, ja, was ist denn Mr. M? Wer ist das? Ich so, das ist doch gar keine Person, oder? Ist das eine Person? Ich dachte, irgendein Mädchen hat dir M geschrieben. Sag doch mal. Sonst gucke ich wieder in meine Insta-DMs, was die schreiben. Guck mal, ich habe mal so ein Format gemacht. Ja. Da sind die Zuschauer reingekommen und haben so Verschwörungstheorien gesagt. So verschiedene Verschwörungstheorien. Und dann haben die mal M gesagt, oder was? Und dann, nein, dann kam einer rein. Und der hat und dann eine richtig respektlose Frage. Oh. Das war halt, ist egal. Na, ich zeig hier nicht den Clip-Chat. Ich zeig den Clip nie wieder im Stream. Auf jeden Fall hat er eine sehr respektlose Frage gestellt und seitdem sagt jeder immer Und der hat einen eigenen TikTok-Kanal. Okay. Der hat jetzt einen eigenen TikTok-Kanal gemacht, wo er seine Verschwörung. Scheiß drauf, ich zeig dir seinen TikTok-Kanal. Macht bitte niemals diesen Ritual um 3 Uhr nachts. Und zwar dürft ihr niemals um 3 Uhr nachts dreimal auf Xorni absaften. Falls ihr das getan habt, wird euch das alles passieren. Xorni wird euch Lopez anrufen. Lopez Lulu spendet 5 Euro. Er geht mit ihr live haha anstatt mit dir was essen zu gehen. Hä? Nikolas Frick spendet 5 Euro. Ero hat danke, dass du meiner Oma die Herztransplantation von 120.000 gezahlt hast. Mich schon 10-mal angerufen und ihr werdet nur noch von Phoebe und Vanessa träumen. Ja, da sind, können die Menschen doch glücklich sein, wenn die von uns träumen. Das bist du, einfach ein respektloser Typ. Weißt du, was ich heute geträumt habe? Was? Boah, was richtig krass. Jetzt denken wieder alle, ich bin dumm, wenn ich das erzähle. Ich hatte ja übelst Angst, heute Auto zu fahren, ne? Ja. Yeah. Weil ich bin ja noch nie Autobahn gefahren und so. Ich habe richtig Angst, auf die Autobahn raufzufahren. Okay. So. Dann habe ich heute Nacht geträumt, dass ich einen Schutzengel hatte und der so in meinem Zimmer so geflogen ist. Und der sah aber gruselig aus. Und dann habe ich den so in der Tür eingequetscht, habe den tot gemacht. Ihm ist sogar ein Bein abgefallen. Und deswegen hatte ich heute richtig Angst, weil ich dachte so, ich habe jetzt meinen Schutzengel getötet. Das war mein Traum. Und sowas träume ich jede Nacht, solche komische Scheiße. Ich träume nur komische Scheiße und ich weiß nicht, wo das alles herkommt. Ich habe einfach geträumt, dass mein Schutzengel in der Tür eingeklemmt hat. Psycho, Hermann, ich weiß auch nicht, Schlafparalyse, ja. Zeig mal noch ein Video davon. Nein! Lass bitte Mr. M abhaken. Der Motherfucker hat fast 10.000 Follower und hat vor einer Woche sein erstes Video hochgeladen. Ja, guck, aber du machst ja auch Werbung für ihn. Ich mach keine Werbung für ihn! Nein, bitte nicht. Meine Verschwörungstheorie ist, dass Rohat und Phoebe reingedippt hat. Hey, Mann. Das ist Mr. M. Und seitdem habe ich immer Angst, irgendwelche Umfragen zu machen, wenn Zuschauer reinkommen, weißt du? Und das willst du jetzt heute machen? Ja. Heute machen wir ein Comeback. Ja, und was, wenn er denn auch kommt? Mr. M? Hast du Angst vor Mr. M? Mr. M, ich schwöre, ich habe Angst vor Mr. M. Als wäre das so ein Fabelwesen. Ich habe richtig Angst vor Mr. M. Ich habe Real Talk Angst vor ihm, aber er wird nicht reinkommen. Ich habe das schon 3-mal gemacht, ne? Hm. Und bei den 3-mal, da waren 200 Leute in der Liste, habe ich ihn jedes Mal reingezogen. Und er ist immer mit einem anderen Namen reingekommen. Er kommt doch heute safe. Und wenn er nicht kommt, dann gibt sich irgendwer als ihn aus und macht das nach. Hundertprozentig. Okay, ich würde sagen, wir gehen in Beauty in the Nerd rein. Und danach machen wir Umfragen mit Zuschauern. Ah, heute ist sogar Umstyling. Meine lieben Freunde, wir sind bei der 4. Folge Beauty in the Nerd. Und jetzt gibt's das große Umstyling. Heute bei Beauty and the Nerd. Das große Umstyling. Mit Fashion-Experte Thomas Ra. Bitte nicht wieder, Sesti Amar. Wirklich, ich kann das nicht mehr mit ihm. Sein Arsch kann keine Leute umstylen. Welcher Nerd erstrahlt im neuen Look? Hola, chicas, Maya. Wow! In der Beauty and the Nerd Villa pocht der Abschiedsschmerz. Shelly vermisst ihre Nelly. Dich hat sie nicht vermisst. Mich haben die bestimmt auch vermisst, ja? Es wurde noch nicht gezeigt. Ah, okay. Ich hab sie halt so lieb und ja, jetzt muss ich halt gehen. Ich bin jetzt halt hier alleine. Ich bin jetzt weiter. Aber für Nelly und den hier verdeckten Mike endete die schöne Zeit. The Frau must go on. Ja, ich habe noch Kontakt zu meinem Nerd. Warum? Was warum? Meine Favorite-Kombi. Ja, das ist Patrick. Wer ist Patrick? Auch ein Owner von Mystic Smoke spendet 5 Euro. Von MC Donalds zu Sensagan. Das ist so crazy. Wie du immer solche Standbilder lässt. Hä? Das hat doch.
schon richtig oft. Ja, du bist auch nicht dumm, ne? Pierres Wunsch ist Lindas Geistesblitz. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt so ein kleines Umstyling machen für die Nerds? Und wir machen eine Modenschau. Könnten wir noch mal Stoff und Nadel und Faden kriegen? Ich habe eine Idee für mich. Du machst gar nichts. Nichts. Du wirst von uns umgestylt, Pierre. Gut. Das muss ich dir manchmal sagen. Ich hab, gib mir Nadel und Faden, ich hab eine Idee für mich. Nein, hast du nicht, Bro. Du ziehst ein Bikini von mir an. Let's go. Was möchtest du jetzt sagen? Was kommt jetzt wieder? Nein, was soll ich denn sagen? Ich will so ab und zu einfach nur dein stoppen. Dein Blick und ich wusste ganz genau, was du jetzt denkst. Was denke ich denn? Warum hast du denn jetzt auf Stopp gemacht? Ich habe einfach so Stopp gemacht. Aussage? Okay, was wolltest du denn jetzt sagen? Ja, ich wollte... jetzt habe ich vergessen. Ah, okay, gut. Nein, nur ab und zu will man doch stoppen, um irgendwas zu sagen. Hm. Aber jetzt habe ich vergessen. Ich glaube, deine Brüste müssen hier rein. Das ist mir bewusst. Genau, eins. Das ist mir bewusst. Du siehst aus wie... SpongeBob, sexy Patrick. Ja. Aber stabil. Das Outfit. Ja. Würdest du auch anziehen? Nein. Wie viele Subs hast du insgesamt? 4600. Bei 5000 Subs sieht Robert das an. Boah, stark. Stark. Guck mal, sie weiß, wie man baitet. Zu Beauty and the Nerd Next Topmodel. Ich finde, Pia sieht einfach richtig geil aus. Sorry, also die Wig, ja, das Oberteil, die Hotpants, die Brüste. Hey, kriegst du es hin, Kolinski? Ja, ich krieg dir alles hin. Colina! Oh, hey, sexy. Willst du auch so ein Outfit rocken? Ich so eins? Ja. Zieh doch sowas an. Ernst? Also Kleider und so, ja, aber ja nicht sowas. Warte mal, so ein Ding auch mit nein. So Dings und dann hier so, nein. So ein Schal? So ausgefallen kleide ich mich nicht. I like your flow. Your body is burning. Sag noch was, du bist iconic. Ich bin iconic. Alles nur für Screen Time. Ich bin Colin to the motherfucking Tortellini. Sendezeit! Samantha! Sag, bevor du vergisst, was du sagen möchtest, wieder sag's. Ja, crazy. Ja. Wie, was soll ich denn sonst sagen? Weiß ich nicht, weil du ja auf Stopp gemacht hast, dachte, du wolltest etwas sagen. Nee, warum? Ich wollte nichts sagen. Okay. Willst du was sagen? Mm-mm. Hola, Chicas. Immer für heute sexy Chica Walk. Ich glaube, ihr wird das bestimmt feiern. Und ich lass mal ein bisschen hier Hüfte schwingen. Er hat genau dieselbe Stimmlage wie Jorge, deswegen hat er das auch echt gut rübergebracht. Und dann mache ich schön hier. Kennst du Bruce Danell? Mhm. Er redet low-key wie er. Er redet wie Roche. Welcher Roche? Roche Gonzalez. Den macht er doch auch nach. Was? Den macht er doch da gerade auch nach. Wer ist Roche? Kennst du nicht Roche Maria Gonzalez? Kennst du nicht Roche Gonzalez? Der sitzt bei Let's Dance auch in der Jury. Warte mal, wie wird er geschrieben? Oh Gott, ich glaube Jorge. Ah, der Maufolger! Jorge Alexis González Madrigal, Barones Vila. Hola, chicas y chicos. Ah! Ich finde den so geil, ich liebe den. Ich finde den geil. Ich finde den geil. Ich finde den sehr warm auf jeden Fall. Was heißt das jetzt wieder? Nix. Warm? Also, heiß? Was? Heiß? Pause. Nein, ich meine was anderes. So lauwarm hätte ich jetzt noch so, das ist halt so beleidigend, aber warm? Warum willst du immer andeuten, dass ich irgendwas mit irgendwelchen, keine Ahnung. Was ist denn warm? Sag doch, alles gut, scheiß drauf. Warm ist so wie zesty. Weißt du Sydney zum Beispiel? Kennst du Sydney? Der ist zesty. Und was ist zesty? So ein bisschen so... Zesty ist ein anderes Wort für warm. Und warm ist so... Diese Erklärung. Boah, wie danke. Erklärt man das? Ja, wenn man so ein bisschen so touchy, weißt du? So ein bisschen touchy. Und Sydney ist touchy? Sydney ist sehr touchy. So ein bisschen touchy, feminin so. Sydney ist touchy feminin? Ja. Hallo? Ey, du hast mich angerufen. Ja, mein Vater wollte sich für seinen Laptop bedanken, aber der ist jetzt gegangen. Sag ihm kein Ding. Er hat doch Ding bekommen von dir, Elgato-Laptop. Ja, sag ihm kein Ding von mir. Ja, du bist sehr großzügig, ja. Kein Ding, Bro. Es ist unglaublich, ich könnte stundenlang mit dir reden. Ich weiß zwar, du bist ein beschäftigter Mann, du bist selbstbereit und so, und wenn ich mal deine Hilfe brauche, dann bist du da. Ich weiß das sehr wertzuschätzen, ja.
Weißt du was, jetzt so unter uns, was sehr cool wäre? Was? Könntest du, weil mein Neffe wollte unbedingt FIFA 25 haben, könntest du mir auf PayPal 100 Euro schicken? Ja, mach ich. Schick mir dein PayPal. Ja, kannst du jetzt schicken? Ja, ja. Weil er weint gerade die ganze Zeit. Mach ich sofort. Er weint gerade. Ja, ja, schick mir sofort Mail. Schick. Ich schick dir jetzt, schick bitte in einer Minute jetzt, okay, so ganz schnell. Ciao. Okay, danke, ciao. Pass auf, nachher schreibt dir mein Bruder auf TikTok, geh auf eine Playstation. Guckt dein Bruder gerade den Stream hier? Ich weiß nicht, frag ihn mal. Hallo. Boah, das geht, Bro. Was geht, Revi? Ich bin on Stream. Ich auch, Bro. Digga, ich möchte dir nur einen kurzen Trick sagen, okay? Ja. Bei mir spammen alle wegen diesen Brillen den Chat, ne? Weißt du, was du machen solltest? Was? Du sollst die verfickten Preise um 10 Euro erhöhen. Rede. Du sollst die verfickten Preise um 10 Euro erhöhen und noch mehr davon verkaufen, okay? Rede. Du solltest dann um 10 Euro erhöhen und dann in einer Woche 5 Euro Rabatt wieder anbieten für die Leute, okay? Rede. Damit du noch mehr Geld verdienst. Rede. In meinen Augen, okay? Rede. Also, würdest du sagen, dass das der Weg ist? Nein. Es gibt Warum? Noch, es gibt noch einen anderen Weg. Was denn? 20 Euro. Ist doch egal, tu es bitte, bei Gott, tu es doch, ist doch in Ordnung. Ich sage jetzt for real, ich sage absolut legit, was ihr macht. Mir egal. Oh, ich würde Zigaretten verkaufen. Warum lass du? Ja, rede, stark. Okay, gut. Dann bitte erhöhen, ja? Okay. Ich würde dann einkaufen. Okay, mach ich. Scheiß auf die Hater, mach dein Ding großer. Okay. Auf Wiedersehen. Hau rein. Ciao. Warte kurz. Hier ist mein PayPal. Aller Ehrenmann, ich kann mir jetzt FIFA holen. Danke für die 100 Euro. Aller Mark. Dieser Mensch. Warum? Ich will Deo haben. Warum? Junge, weil das Arsch warm ist und ich schwitze. Schwitzt du nicht? Gar nicht. Oh Gott. Ja, ich schwitze nun mal. Ich hab Klima auf 20 Grad. Du sitzt neben der Klimaanlage, du sitzt direkt daneben. Ja, okay, lass Plätze tauschen. Nein, wir tauschen nicht Plätze. Warum? Okay. Ich liebe dich. Ich mag das nicht, wenn ich so ein kleines bisschen schon nach Schweiß ziehe, dann krieg ich Aggression. So. Ich bin gestolpert. Hast du es nicht gesehen? Bro, Patrick, du bist weird. Du bist ein Weirdo. Oh mein Gott. Revi, ruf mich nochmal an. Allerdings, ich wollte gerade noch ein Memo machen, Bro, aber ist egal. Eigentlich hatte ich wegen was anderem angerufen. Wegen was? Ich wollte nochmal fragen, Bro, du hattest ja so super viel Geld für diese Schule bereitgestellt, die wir gerade bauen, ne? Für diese ganzen Kinder und so. Und du hast mir ja damals den Wagen geliehen, dass ich die Katze da retten konnte und so, Bro. Ich wollte nur fragen, ob das noch steht tatsächlich, weil du hast ja letztes Mal gesagt, dass du sogar das Doppelte reingeben willst. Ja, steht, Bro. Ja, das finde ich ehrlich krass von dir, Bro. Das muss ich auch ehrlich sagen, weil jetzt verstehe ich auch, warum du so handelst, wie du es tust, so, weil das alles nicht für dich ist, sondern für einen guten Zweck, Bro. Und ich finde es ehrlich krass, dass du so ein heftiger Typ bist, Bro. Und ich kenne niemanden, der in so jungem Alter echt schon so viel erreicht hat und der, ja, Mann, einfach so ein krasser Hustler ist. Weißt du, was ich meine? Ich wollte dir nochmal dickes Danke sagen, Bro, dass ich deine Wagen immer nutzen kann und sowas, weißt du, damit ich auch mal so ein bisschen, wenn ich auf einer Gala oder so bin, ein bisschen pushen kann und. Keine Ahnung, Digga, dass du das mit der Schule durchziehst, finde ich ehrlich korrekt von dir, wirklich. Du bist ein guter Typ. Ey, danke dir, Revi. Du bist auch ein korrekter Typ. Ey, Shoutout für dich, Bro. Shoutout für dich, Mann. Mach weiter so. Und no joke, zieh dein Ding weiter durch. Du hast ein gutes Herz, weißt du, was ich meine? Ey, danke, Bro. Du bist verfickter Millionär, weißt du, Bro? Du hast, weiß ich nicht, wie alt du bist. 19, 20, Digga, du hast 6, 7 Millionen auf dem Konto. Du bist ein Macher, Bro. Du bist ein Macher, verstehst du? Lass dich von deinem Weg abbringen. Scheiß auf die Hater. Danke dir, Bro. Danke. Ey, in diesem Sinne, Bro. Zieh durch, ja. Ciao, ciao. Ciao. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es wird sogar noch hotter hier. Oder übereinander. Und dann habe ich mein rechtes Bein auf grün oder so gemacht und auf einmal. Mach einmal alle gucken. Ich konnte es ja nicht wieder zurückstecken, weil ich sonst verloren hätte. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich auf Stopp gemacht habe. Wow. Warte mal, mach mal kurz zurück. Hast du gesehen, als sie umgefallen sind, dass das, wenn ihre Hand da dran war? Warte, zeig mal. Ich konnte es ja nicht wieder zurückstecken, weil ich sonst verloren hätte. Sah so aus, oder? So, sie so, Nee, doch, oder? Am Arsch, ja, okay. Aber du sagst zu mir, ich bin weird, wegen meinen Stoppungen? Da unten rum ist ordentlich was drin und das, kann mal eben schnell aus der kurzen Badehose rausgucken.
gehe gerne auf bestimmte Partys und ich bin eine Person, die sehr, sehr gerne in Richtung Bondage bzw. Bonding. Was ist das? Anna, jetzt tu mal nicht so. Was ist Bonding? Ich erkläre dir das jetzt nicht. Ah, so Revi-Shit, der gerade angerufen hat, der macht auch sowas. Was? Ja, ernst? Jetzt wirklich? Der ist drin in der Sauce. Du machst es? Ja, das ist das. Ehrlich? Verwöhnen die Frau. Und ich habe auch Spaß dabei, die Reaktion der Frau zu sehen und sie zu verwöhnen dabei. Weißt du? Ehrlich? Dass sie auf ihre Kosten kommt. Ja, das hätte ich jetzt nicht bei dir gedacht. Das zeigt ja auch so ein bisschen, wenn er so ein Giver ist im Bett, dann zeigt das ja auch so ein bisschen guten Charakter. Ich habe ja gesagt, ich will noch seine Facetten mehr kennenlernen. Das ist eure erogene Zone. Digga, haben die keine Themen, worüber die so... So überall. Das ist so crazy. Mein Nacken. Dein Nacken? Bei dir? Ohr. Ohr? Oh, ja. Also bei Nacken ist Feierabend, ne? Also da ist Gänsehaut, da bricht es. Anfassen oder küssen? Küssen. Küssen. Dieser Hauch. So reinhauchen, ne? So die kalte Luft rausziehen und dann die warme Luft reinhauchen. Ich gerne. Hasse bei dir? Ich hasse das. Meine Nippel. Echt? Nee, nicht. Aber das hat zweites bei mir. Also, ja? So hat er gar nicht. Ich sag jetzt mal nichts. Aber so hat mir eine gewisse Person rumbekommen, als er die berührt, aber Feierabend, aber direkt so rübergehen. So, nee. Ey, was da? Was geht, Taubix? Wie geht's dir? Ey, mir geht's sehr, sehr gut. Wie geht's dir, Bro? Mir geht's auch sehr, sehr gut. Ey, ich wollte einfach mal anrufen, Digga, und mich bedanken für die 100.000 Euro, die du mir letzten Monat geliehen hast, für die Medikamente meiner Mutter. Das war sehr, sehr korrekt, Bro. Da geht's wieder viel besser. Das ist super korrekt von dir gewesen. Du weißt ja, bei mir lief das gerade nicht so gut, finanziell alles. Und das war ziemlich viel auf einmal. Du hast mir da echt aus der Patsche geholfen, Bro. Ich wollte dir einfach sagen, du bist ein extrem, extrem guter Mensch mit einem wahrscheinlich exorbitant großen Penis. Danke, Mann. Vielen Dank. Kein Ding. Gerne, Bro. Falls du irgendwelche Probleme hast, melde dich. Vielen, vielen Dank, Digi. Auch als ich letzte Woche da angegriffen wurde, Köln-Eigelstein, wo du da 5 Typen abgewehrt hast, der eine hatte Messer, also hast du mir auch sehr geholfen, Bro. Wer weiß, was da passiert wäre. Vielen lieben Dank auch an der Stelle. Ey, kein Problem. Immer gerne, Bro. Tabix. Immer gerne. Ohne Scheiß. Ich glaube, du fickst richtig gut, Bruder. Ohne Scheiß. Danke, ne? Ja, okay. Ey, ja. Du bist ja, richtig geiler Ficker. Was? Ohne Scheiß. Du fickst bestimmt. Das sehe ich ihm im Gesicht an. Der sieht aus, als könnte er richtig geil ficken. Ey, ja, danke dir. Gerne. Ey, hau rein, meld dich, wenn du was brauchst, ja? Mach ich, Bruder. Schönen Abend noch. Ich will deine Fürsorge nicht überstrapazieren. Schönen Abend. Okay, hau rein, Bro. Ciao. Steck einen Gruß mit rein. Ciao, ciao. Boah, ey, steck einen Gruß mit rein, ist crazy! Ey, Bro, es kann nicht sein, dass... Ey, Bruder, ey, bitte. Bitte. Mann, das läuft weg bald, ja. Ich schwör euch. Es tut mir leid, okay? Hab ich dir nicht gesagt, Twitch Deutschland ist komisch? Ja, aber doch nicht so komisch. Letztes Mal waren die auch alle nicht so komisch. Tabex? Kennst du Tabex? Nein. Er ist der krankeste Mensch der Welt. Also der jetzt... Das sagst du bei jedem. Wie viele 80-Jährige könntest du in einem Fight packen? Folgendes Szenario. Erstmal, wie definiert sich so ein normaler 80-Jähriger? So ein normaler 80-Jähriger, da habe ich vor Augen... Das ist einer, der sitzt im Altersheim, der spielt den ganzen Tag Bingo, der scheißt sich auch wahrscheinlich in die Hose, der scheißt sich voll den ganzen Tag. Der trinkt den ganzen Tag nichts anderes als so abgestandenes Quellbrunnenwasser, was so den ganzen Tag in der Sonne steht. Die Kohlensäure ist schon raus, das ist auf Zimmertemperatur. So, das ist für mich so ein so klappriger 80-Jähriger. Wenn der sich bewegt, wenn er läuft, dann macht er Minecraft-Skelettgeräusche, das abgehalfterte Gerippe. Das ist für mich erstmal so ein 80-Jähriger, right? Ja, genau, der riecht nach Erde, der geht nicht mit seiner Laterne, der geht mit seinem Grablicht. So. Das ist für mich ein 80-Jähriger, right? Und jetzt die realistische Frage, wie viele von denen würde man in einem Fight packen? Also ich sag mal so ein Otto... Allein dieser Gedankengang, 80-Jährige zu schlagen, ist krank. Also... Diesen Gedankengang zu haben, wie viele du davon weghauen kannst, ist geisteskrank. Das ist er, der gerade angerufen hat. Ja, aber das ist noch irgendwie lustig. Da geht's das findest du lustig? Da geht's um eine Allgemeinheit, da geht's nicht um eine gewisse Person. Aber wenn es um eine gewisse Person geht, und zwar um mich... Das riecht hier so verbrannt. Das riecht ja wirklich verbrannt. Ey. Brennt hier was? Ey, Mert ruft mich an. Yo, Mert. Es brennt hier und du Hallo? Gehst... Hallo? Yo. Ey, Rot. Ja, man hört mich im Stream. Man hört dich im Stream. Ja, ich wollte nur sagen, erinnerst du dich noch damals, wo ich dich gefragt habe, kannst du mir 50.000 Euro leihen? Du hast direkt jemanden geklärt, der mir das Bar vorbeigebracht hat. Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, danke nochmal, Bruder. Ich habe jetzt langsam das Geld zusammengekratzt. Ich könnte dir das wieder zurückgeben. Ja, alles gut. Ja. Irgendwann, wenn du dich gut fühlst. Bruder, ich danke dir nochmal, ne? Du bist echt jemand, auf den hat man immer verlassen. Das ist echt geisteskrank, ja. Meine Ängsten aus der Familie konnten mir nicht mal so helfen, wie du mir geholfen hast, Bruderherz. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Kein Ding, Bro, immer gerne. Okay, ich störe auch nicht lange, Bruder. Meld dich, wenn ich dir das Geld zurückgeben darf. Ja, alles easy. Wenn du flüssig bist. Okay, Bruder, danke dir nochmal, ja? Okay, kein Ding. Wenn du was brauchst, du hast unseren Rücken, Bruder. Immer mein Bruder. Alle stehen hinter dir, alle stehen hinter dir. Easy, easy. Okay, Bruder, hau rein. Hau rein, ciao. Aber riecht nicht mehr, oder? Riech mal an der Klimaanlage. Da kommt nur kalte Luft. Achso. Ja, was brennt denn hier sonst? Ach, keine Ahnung, da wird nichts passieren. Na, wir werden schon sehen, wenn wir brennen. Ey, ernst, da muss eigentlich wirklich... Morgen sehe ich so Zusammenschnitte, wie jeder Streamer anruft, alles zusammen. Ey, danke dafür, ey, danke nochmal dafür. Digga, ich bin heute einfach Telekom. Kurze Frage, gar nicht das Ding, ganz kurz. Du reagierst ja auch gerade auf die Folge, ne? Ja. Es ist eine Sache, die ich nicht gecheckt habe, hat Vanessa es dir erklärt. Was ist ein Orgasmus von innen und was ist der Orgasmus von außen? Warum bin ich heute 1&1 Callcenter, dass mich jeder anruft? Was ist heute los? Das ist crazy. Thomas juckt es schon in den Fingern. Also Kilian, als Typ muss ich ehrlich sagen, du siehst direkt seine Augen. Der hat unglaublich schöne Augen. Ach Digga, ich kann das nicht mehr mit ihm. Es ist jedes Mal dasselbe, die Augen. Er muss weiter rauskommen aus sich. Anzugshose, schlechte Sneaker, Hemd. Ja, und die müssen natürlich auch mal leuchten. Ey, Rui, was geht ab? Was geht ab, mein Bri? Alles gut, mein Bri? Was geht, mein Bri? Ja, alles gut. Ey, Bruder. Ich wollte nur Danke sagen, weil letztens, wo wir doch da unterwegs waren, Bruder, und diese Typen mich angestresst haben, ich fand das richtig korrekt, wie du einfach diese zwei Typen aus Verteidigung natürlich, weil die uns angegriffen haben, einfach so gepackt hast und gesagt hast, fasst keiner fest hier Edis an, das ist meine Straße. Und die dann gekommen sind und gesagt haben, okay, Roat Abi, wir gehen und so. Das war richtig krass, Bruder. Ey, kein Ding, Edis, Mann. Bruder, ich hatte in dem Moment echt Angst um mein Leben, aber ich war so froh, dass du da warst. Du hast einfach diesen Beschützerinstinkt, habe ich gemerkt. Ja. Ich mache das immer wieder gerne, jedes. Kein Problem, Bruder. Ey, ich sehe gerade, du bist auch live. Ich will dich gar nicht lange aufhalten, mein Freund. Super süßes Tutteltäubchen seid ihr. Hast du dich an dem Tag aber bei diesem einen Mädchen gemeldet, wo danach mit der du da also diese eine Ding, du weißt doch. Machen weiter. Denken die echt, dass mich das stört oder irgendwie, dass wir denken, Mann, alle, der ist ein ich sage dir, deutsche Streamer sind komisch. Die sind weird. Der große Moment ist gekommen. Oha. Gleich werden die beiden ersten Umstylings gelüftet. Wie werden Nerds und Beauties auf die Verwandlungen reagieren? Lieber Kilian, ich habe dich kennengelernt und du warst sehr in dich gekehrt. Du warst sehr schüchtern. Du bist hier so aufgeblüht und ich bin auch echt froh, dich kennengelernt zu haben. Und ich hoffe, dass du jetzt rauskommst und einfach richtig fresh und geil aussiehst. Also Kilian, zeig dich! Okay. Was ist das denn? Was hat der denn von Obertellern? Ach du Scheiße! Haben ihn gefickt. Oh. Was geht ab? Mega. Wow. Die sagen, er hat so schöne Augen und setzt ihm eine Sonnenbrille auf. Ja. Die haben den einfach zum... Der sieht aus, als wäre er so Wacken-Stammkunde jetzt einfach. Lieber Kilian. Der sieht low-key so aus, als hätte er gerade so eine Selbstfindungsphase. Ja, jetzt kommt der neue, selbstbewusste, super coole Sammy. Nein. Eli Geller Outfit? Wow. Das ist halt so gar nicht sein Style, ne? Das ist gar nicht seins. Ey, die haben den einfach eine Big Sosa-Frisur gegeben.
Das ist crazy. Das waren die ersten zwei Umstylings hier bei Beauty and the Nerd. Nächste Woche geht's natürlich weiter. Okay. Freuen Sie sich auf Joel und Colin. Hier bei Beauty and the Nerd. Beauty and the Nerd.